Die dunkle Masse behauptet, dass Gott allwissend, allmächtig, unparteiisch, gleichzeitig allgegenwärtig und allabwesend ist. Mit der dunklen Masse biegelt er die Zustände und Beziehungen auf die absolute Achse und alle Aktivitäten auf absoluten Frieden, absolute Schwingung und absolute Farbe, Ton. Durch dieses Biegeln des Zustands der Dinge und Beziehungen reduziert er den Kosmos auf Inaktivität in absoluter Übereinstimmung für absolute Monophonie aus absoluter Harmonie. Der Kosmos ist dann nicht tot, sondern ist ausgeschaltet. Der Kosmos entsteht nie, sondern ruht aus, bis er das Wort wieder hört. Solange der Kosmos ruht, existieren keine schwarzen Löcher. Schwarze Löcher sind die Schnittpunkte, Phasenverschiebungen der Sinuskurven des Kosmos und des Gegenkosmos. Wenn der Kosmos und der Gegenkosmos nicht aktiv leben, gibt es keine Gegenphasen, Sinuskurven und keine schwarzen Löcher. Die Allmacht Gottes wird daher absolut bestätigt durch die universelle Polarisierung des Kosmos auf Kosmos und Gegenkosmos und durch die Polarisierung des Kosmos. Durch die Reduzierung des Kosmos und des Gegenkosmos auf Winterschlaf. Es ist nur eine Sache des Worts Gottes oder seinen Gedanken, dass alles in der Menge der materiellen Manifestationen, Aggregatzustände der Energie aufhört, wie das ewige Nichts und die ewige Reihe der Ideen immer stillstehen oder zum Leben erweckt wird. Mit Biegeln also meine ich, als ob Gott zwei Haarsträhnen, die sich irgendwie regelmäßig übereinander verflechten, zu einer Strähne verwebt. Dies bedeutet, dass alle Bewegungen gestoppt wurden. Der Kosmos schwingt nicht und der Gegenkosmos schwingt auch nicht. Gegenphasenschwingungen existieren nicht, da jetzt der unpolarisierte Kosmos ruht. Was Physiker und Astrophysiker des 20. Jahrhunderts für den Urknall halten, ist Unsinn gegen die Grundgesetze der Mechanik. Ich habe im Heft Metaphysik des 21. Jahrhunderts gesagt, dass das Universum aus drei konstitutiven Elementen besteht. Zuerst nichts, das existiert, auch wenn es nicht existiert. Dann eine Menge aller Ideen, die unabhängig davon existieren, ob es eine materielle Manifestation der Energie gibt, insbesondere das Gehirn, die sie erreichen kann. Und drittens, die Menge aller materiellen Manifestationen, Kosmos. Der Kosmos und das Universum sind also nicht dasselbe. Das Universum ist ewig, unabhängig davon, ob der Kosmos eine Reihe konkreter dreidimensionaler Manifestationen von Energie in Materie ist oder manchmal nur eine Reihe potenzieller Manifestationen. Das heißt immaterieller Samen, komprimierte Energie in Reinform. Dass die Zeit und der Raum nicht existieren, weder dann, wenn der Kosmos in Form des Samens aller materiellen Erscheinungen ist, das sogenannte Protoatom, noch dann, wenn der Kosmos bereits eine Menge aller materiellen Manifestationen ist, erklärte ich auch. Der Raum ist nur eine Reihe von Abständen aller materiellen Manifestationen zueinander, innerhalb der dunklen Masse, die Energie der Medienfunktion ist, beziehungsweise die das Medium der energetischen Natur ist. Und zwar nicht viele materielle Manifestationen auf einer Fläche, wie in der Geometrie, sondern viele materielle Manifestationen
auf mindestens zwei zueinander parallelen Flächen. Die Zeit ist nur eine Abfolge von Sachverhalten. Das heißt, die Folge von Zuständen in den materiellen Manifestationen der Energie als Ganzes. Deshalb ist es für uns einfacher, wie Kant sagte, alles so zu betrachten und zu rechnen, als ob die Zeit und der Raum existieren. Das heißt, dass wir die Abstände aller materiellen Manifestationen zueinander Raum nennen und die Abfolge von Zuständen der Dinge nennen wir Zeit. Im Heft Gespräche mit den Außerirdischen erklärte ich, dass die Polarisierung innerhalb des Kosmos ein Beweis für die ewige Existenz Gottes ist. Denn wenn die Polarisierung vom Protoatom zwangsläufig übertragen wurde durch irgendeinen Automatismus oder Vererbung als Plus und Minus auf alle unbelebten Formen manifestierter Energie, Mineralien und Gase, die Polarisierung unter Lebewesen ist die Art von Polarisierung, die weder durch die Evolution, obwohl die Evolution im Wesentlichen auch Gottes Wille ist, noch durch den Willen der Lebewesen hätte entstehen können, sondern nur durch eine schnelle Entscheidung der ewig existierenden Intelligenz. Ich habe es in der Einführung dieses Heftes erklärt. Polarisierte Lebewesen bleiben somit als bedeutungsvolle und zweckmäßige Manifestationen bestehen, die, obwohl stark polarisiert sind, ohne einander bzw. ihren Gegenpolarisierten keinen Sinn ergeben. Wir nennen sie männlich und weiblich. Gehen wir jetzt zurück zum Anfang. Das Nichts ist geschlechtslos, Ideen sind es auch. Im Kosmos ist alles Lebendiges polarisiert, ebenso wie alles Unbelebte. Das Universum ist nur dann perfekt, wenn es auch polarisiert ist. Weder Nichts noch die Ideen die Polarisierung des Universums ausdrücken können. Denn unter Ideen die Verhältnisse plus minus bzw. männlich-weiblich keinen Zweck haben. Sie sind funktional mit ihren Inhalten, nicht mit den Polaritäten, die sie eben nicht haben. Das Nichts ist nichts. Daher entsteht die Polarisierung des Universums nur im dritten konstitutiven Teil von ihm. In dem Kosmos als der Summe aller materiellen Manifestationen und in dem Gegenkosmos, der eine Reihe der gleichen kosmischen Manifestationen ist, aber gegenphasigen Schwingungen. Somit ist die Reihenfolge der Zustände im Kosmos identisch mit der Reihenfolge der Zustände im Gegenkosmos. Nur die Schwingungen der einzelnen Phänomene des Letzteren sind gegenphasig zu den Schwingungen derselben Phänomene im Kosmos. Daher ist die Gesamtschwingung des Gegenkosmos gegenphasig zur Gesamtschwingung des Kosmos. Die Polarität des Universums, bestimmt durch die Polaritäten des Kosmos und des Gegenkosmos, symbolisiert die Skizze, die wir als Yin und Yang können. Denn es kein einfaches Symbol für alle Extreme im Kosmos ist, sondern ein Zeichen für das Tao, das eine Entität mit der realen Menge aller Ideen, mit dem realen Kosmos vor dem Spiegel und dem realen Gegenkosmos hinter dem Spiegel ist. Alles, was einmal passiert, passiert doppelt. Dauert doppelt und verschwindet doppelt. Welche Phase des Kosmos sich vor dem Spiegel und welche hinter dem Spiegel befindet, ist eine Frage der Position des Betrachters.